Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier beschäftigen wir uns mit der Definition eines Logarithmus und wie wir diese Definition anhand von einfachen Beispielen anwenden können. Zur Definition. Erinnert euch an das Beispiel im ersten Video, wo wir uns an eine Lösung einer Exponentialgleichung herangetastet haben. Ziel der Definition eines Logarithmus ist, dass wir das auch exakt zusammenbringen. Das heißt, ausgehend von einer Gleichung a hoch x ist gleich b, man muss sich immer vorstellen, das a ist gegeben und das b ist gegeben und das x ist gesucht. Das heißt, wir suchen quasi ein x, sodass a hoch x gleich b ist. Und der Logarithmus ist einfach so definiert. Er sagt, der Logarithmus zur Basis a von b, oder man kann auch sagen, x ist der Logarithmus von b zur Basis a, löst eben genau dieses Problem a hoch x ist gleich b. Also wie oft muss ich a mit sich selbst multiplizieren, beziehungsweise wie muss ich a hochrechnen, sodass b rauskommt. Okay, hier rechts seht ihr den Graphen einer Funktion, a hoch x. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, was man in das Kästchen reinschreiben soll. Gut, nachdem da der x-Wert an der Stelle gefragt war, ist es natürlich der Logarithmus zur Basis a von b, oder? Der Logarithmus von b zur Basis a. Okay, schauen wir uns einfache Beispiele an. Logarithmus zur Basis 10 von 1000. Beispiel a. Naja, 10 hoch wie viel ist 1000? 10 hoch 3 ist 1000 und darum ist der Logarithmus hier 3. Beim nächsten Beispiel, wir wollen wissen, 7 hoch wie viel ist gleich 49. Naja, und 49 ist genau das Quadrat von 7, also 7 hoch 2 ist 49. Okay, falls du das Video angehalten hast, solltest du jetzt folgende Ergebnisse mit den jeweiligen Begründungen hier haben. Okay, die letzten drei Beispiele, weil sie so wichtig sind, mache ich nochmal selbst. Also wir suchen eine Lösung für e hoch wie viel ist gleich, und der b-Wert ist hier e hoch 2, e hoch 2. Natürlich e hoch 2 ist gleich e hoch 2, deswegen ist hier der Logarithmus 2. Das nächste ist, was ist, wenn in der Basis das gleiche steht wie die Lösung dieser Exponentialgleichung? Dann ist es natürlich die Frage, b hoch wie viel ist b? Naja, b hoch 1 ist b, deswegen ist hier das Ergebnis 1. Okay, und das letzte Beispiel, hier ist die Frage, die Basis ist b, das heißt b hoch wie viel ist gleich 1? Naja, und nachdem jede Zahl hoch 0 1 ist, ist hier das Ergebnis für alle b gleich 0. Okay, wir sehen uns im nächsten Video.